Treffen sich zwei Freunde. Sagt einer zum anderen, ey, ich hab letztens seine Frau gesehen. Sagt er, echt, wo denn? Sagt er, kennst du diese Bäckerei gegenüber dem Saunaclub? Sagt der Typ, ja, genau da war es, gegenüber der Bäckerei. Eine Frau geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mein Mann verprügelt mich immer. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, bitte helfen Sie mir. Sagt der Arzt, ich habe eine sehr gute Idee. Immer wenn Ihr Mann nach Hause kommt, nehmen Sie einen Schluck Kamillentee und gurgeln Sie. Circa 30 Minuten. Sagt er, wie bitte? Sagt er, ja, vertrauen Sie mir. Sie nehmen Kamillentee, trinken und gurgeln 30 Minuten lang, sobald jemand nach Hause kommt. Einfach so 30 Minuten durch. Nach 10 Tagen kommt die Frau wieder zum Arzt und sagt, ey, Herr Doktor, der Rat war fantastisch. Ja, seitdem ich 30 Minuten gurgel, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, seitdem hat er mich nie wieder angefasst. Ja, sagt der Arzt, sehen Sie, einfach mal die Fresse halten. Ein Pärchen ist im Restaurant am Essen. Ja? Ein schönes Date. Irgendwann guckt der Mann die Alte an und sagt zu ihr, sag mir etwas, Baby, was mein Herz schneller rasen lässt. Sagt die Frau, ich glaube, deine Frau ist gerade reingekommen. Hey, hey! Ein Junge kommt vom Internat nach Hause, ja? Er ist jetzt mittlerweile auf dem Internat und hat, kommt das erste freie Wochenende kommt er nach Hause. Sagt der Vater, also der Vater fragt den kleinen Jungen, ja, ist ja sein Sohn, er fragt ihn, ey, und wie ist das so im Internat? Sind die Lehrer nett? Ja, hast du schöne Zimmergenossen? Wie sind die Schüler? Sagt der Sohn, ey Papa, ich glaube mein Zimmergenosse ist schwul. Sagt der Vater, hä? Wie kommst du denn darauf? Sagt der Junge, immer wenn ich ihn küsse, schließt er seine Augen. Wie bekommt man 10 Elefanten in einen Bus, in einen blauen Bus? Ja? Tür auf, alle 10 Elefanten rein, Tür zu. Woher weiß man, dass 10 Elefanten im Kino sind? Am blauen Bus vorm Kino. Das macht gar keinen Sinn. Aber der ist einfach geil. Wie heißt die Frau von Herkules? Frau Kules. Komm. Wo leben die meisten Gespenster? In Budapest. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine zu fette Taube. Ein Typ parkt auf dem Behindertenparkplatz. Steigt aus, kommt gerade die Politesse vorbei. Sagt die, was haben Sie denn für eine Behinderung? Wo ist Ihr Ausweis? Sagt der Typ, ich hab Tourette, du Pisser. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Ist doch egal, wie er heißt, wenn man ihn ruft, kommt er doch sowieso nicht. Welches Tier hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Ein Milliardär liegt auf seinem Sterbebett. Er ist umgeben von seinen Liebsten, von seinen besten Freunden und von seiner Familie. Und er fängt mit zittriger Stimme und seiner letzten Kraft an zu sprechen und zu erzählen und sagt, wisst ihr, ich habe Milliarden in meinem Leben gescheffelt. Ich hatte Frauen ohne Ende und habe mein Leben in vollsten Zügen genossen. Irgendwann kam jemand zu mir und meinte, Harald, du musst heiraten. Gründe eine Familie, hol dir eine Frau, gründe viele Kinder. Und ich habe immer gesagt, nein, warum soll ich das machen? Und dann hat dieser Freund von mir gesagt, willst du etwa auf deinem Sterbebett liegen und du hast nicht mal einen, der dir ein Glas Wasser reicht? Und dann hat es Klick gemacht. Ich habe geheiratet, habe gegen die Bikini-Playmates eine Frau eingetauscht, habe gegen meinen exzessiven Lifestyle gegen Babybrei eingetauscht, habe meine Immobilien alles verkauft und in die Bildung meiner Kinder gesteckt. Und jetzt, wo ich hier liege und kurz dabei bin abzutreten, fällt mir auf,
Ich habe gar keinen Durst. In einer Kneipe in Bayern beobachtet jemand, wie ein anderer mittlerweile bestimmt dass den 20. Krug Bier austrinkt. Er geht zu ihm hin und sagt, hören Sie mal, wissen Sie nicht, dass in Deutschland 50.000 Menschen im Jahr an Alkohol sterben? Sagt der Typ, was juckt mich das? Ich bin ja aus Österreich.